Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero Trade Cards. Und ja, wir wollten heute ja nochmal gucken, dass wir hier nochmal einmal um diesen Platz 4 kämpfen. Und zwar hatte ich ja auch erzählt im letzten Video, der gute Falke, den hier kennt ihr alle, der ist ja im Turnier Platz 4 geworden, weil ich ja für die Leute, die es jetzt noch nicht wissen, hier die Spieler um den vierten Platz spielen lassen habe, aber eigentlich hätte man hier die Spieler, die Verlierer, um den vierten Platz spielen lassen müssen. Und das habe ich ein bisschen vergeigt. Deswegen, wir lassen aber den guten Falke auf Platz 4 auf jeden Fall, denn steht ihnen auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall möchte ich aber auch trotzdem nochmal einen Rückkampf machen. Wer wäre jetzt von den beiden hier, von Batgirl und von Magic Master Tobi, die verloren haben in der Rückrunde, wer hätte dort den Platz 4 gemacht? Und das werden wir einmal auskämpfen. Und vielleicht werden wir heute das Turnier auch beenden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht werden wir dann auch noch den letzten Kampf machen, dass das Turnier fertig ist. Ach, jetzt ist diese komische Klammer hier so komisch ab. Egal, dann lassen wir sie erstmal ab. Und hier einmal den Magic Master bitte einmal raus. So, Dankeschön. Wenn wir hier einmal mit zurechtlegen. So, und die andere Klammer kommt dann da wieder dran. So, dann haben wir das Ganze hier und werden wir einmal diesen Rückkampf machen. Ich werde noch mal kurz meinen Block holen. Moment, den habe ich ja wieder vergessen. So, einmal hier. Zack, und da bin ich auch schon wieder. Der Notizenblock darf nicht fehlen. Müssen wir dann gleich noch mal für die Kämpfe dann eintragen. Und die Punkte verteilen. Aber es wird, der Falke wird auf jeden Fall für den vierten Platz die Belohnung bekommen. Und derjenige, der jetzt den vierten Platz macht, wird dann auch noch die Belohnung für den vierten Platz bekommen. Also, dass da ein bisschen Gerechtigkeit mit bei ist, auf jeden Fall. So, wir würfeln einmal aus, wer hier anfangen darf. Oh, einmal für Batgirl eine 6. Mal gucken, ob ich das toppen kann. Ne, leider nicht ganz. Nur eine 4. Okay, Batgirl fängt hier an. Und wird einmal angreifen und einen Kriegsschaden auswürfeln. Ui, und haut sogar einen Kriegsschaden rein und würde damit dann, lass mich lügen, 45 Angriffspunkte haben. Damit wäre ich natürlich super One-Hit. Ich darf auch ausweichen und ich weiche leider nicht aus, habe nur eine 2. Hätte eine 1 oder eine 5 würfeln müssen. Ja, und damit bin ich weg vom Fenster. So schnell kann es gehen und schon haben wir den Rückkampf gemacht. So, ich werde das mal hier eben einmal im Hintergrund wieder zusammenstecken, dass immer so schwierig ist, vor der Kamera da ein bisschen rumzuwurschteln. So, das haben wir. Den legen wir mal beiseite, den Magic Master Tobi. So, damit ist er raus. Und legen einmal den guten Falke hier nochmal mit hin. So, jetzt haben wir hier die beiden vierten Plätze liegen, die sich den vierten Platz so gesehen teilen. Und für den vierten Platz gibt es natürlich auch Belohnungen. Und zwar 1000 Münzen und einen Fähigkeitspunkt. Ach, da hätte ich das ja gleich mal hier so lassen können. Dann werden wir es jetzt mal so drehen. So geht es natürlich auch. Zack. So, und dann werden wir mal gucken, ob wir da mal was machen können. Und zwar werde ich erstmal notieren auf meinen guten Blog. Wo haben wir denn hier? Das mache ich mal kurz im Hintergrund. Da kriegt er ja immer nicht so viel von mit, aber ist auch halb so schlimm. Der Falke, ach, den hatte ich die 1000, die hatte ich die 1000 schon hingeschrieben und ein FP habe ich auch dazu geschrieben, die kann ich jetzt wieder wegstreichen, den werden wir gleich verteilen. Dann bekommt Batgirl noch 1000. So, damit hat sie 1400. Hatte vorher 400 Münzen. So, wunderbar. Okay, und wir können zwei Leuten hier einen Fähigkeitspunkt verteilen. Jetzt ist die Frage, auf was verteilen war. Wir lassen die Statistiken so, wie sie schon von Anfang an sind, gehe ich mal von aus, oder? Na, die ist schwierig. Also die, die nicht viel Lebenspunkte haben, sollten auf jeden Fall erstmal auf Lebenspunkte gehen, weil Lebenspunkte sind so wichtig und die kann man ja auch bis ins Unendliche steigern. Daher würde ich sagen, ja, machen wir auf jeden Fall erstmal Lebenspunkte. Ist auf jeden Fall wichtiger als alles andere.
damit man dann später auch im Verlauf, weil ich weiß ja, ich habe das Spiel ja erfunden, ich weiß, was noch kommt. Ihr wisst nicht, was noch kommt und damit werde ich euch ja überraschen, aber ich weiß ja schon, weil ich ja der Spielemacher bin, möchte ich das auch so ein bisschen austragen, dass wir auch dann im späteren Verlauf ein bisschen was aushalten. Und da ist die Kondition sehr, sehr wichtig. Da würde ich sagen, beide kriegen hier für den vierten Platz Kondition zugeschrieben. So. Das Kästchen hier nochmal ausmalen. Dann hat er jetzt hier 30. Ja. Hat er damit 30 Lebenspunkte und die gute Batgirl 20. Das ist aber auch noch nicht viel. Das ist immer noch anfängerisch. Das ist noch gar nicht stark, könnte man sagen. So, aber das kommt alles noch in der nächsten Zeit. Ihr werdet schon noch sehen. Das wird noch richtig spannend irgendwann. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo es richtig, richtig spannend wird. So, die ganzen Verlierer lege ich mal an die Seite. Die vierten Plätze hier oben, unten neben der Kamera platziert. Und ich sehe gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten quasi... Oder nee, ach komm, machen wir es beim nächsten Mal. Dann haben wir jetzt die hier schon verteilt auf jeden Fall. Brauchen wir uns um den vierten Platz nicht mehr kümmern. Die unter vier könnte ich auf jeden Fall alle nochmal notieren. Damit ich es nicht vergesse, die können wir eigentlich auch schon verteilen. Das ist der Magic Master Tobi einmal. Wir gucken uns alle nochmal an hier. Der Magic Master Tobi bekommt einmal, hier seht ihr auch nochmal Turnierseason. Oh mein Gott, jetzt komm her hier. Die Belohnungen da unten, was da stehen sie. Da habe ich jetzt eben für Platz 4 1000 Münzen und einen Fähigkeitspunkt verteilt. Und U4 werden wir jetzt noch verteilen. Einmal für den Magic Master Tobi. Zack, einmal das. 500 Münzen. So, muss ich einmal hier rumstreichen. Damit habe ich 1500 Münzen. Dann hier noch sehen wir noch einmal hier den guten alten Dr. Kapital, der bekommt auch 500 Münzen, wo habe ich eine stehen, damit hat er 1900 Münzen. Und dann haben wir hier noch mal die gute Catwoman gehabt, auf jeden Fall bekommt auch noch mal 500 Münzen, hat damit 1200 Münzen und dann noch mal zum Schluss hier die gute Phantoma, die auch sehr früh aus dem Rennen gegangen ist leider, und die bekommt natürlich auch noch mal 500 Münzen und damit ist sie bei einem Betrag von 1800 Münzen. Wundert euch nicht, warum das so ist. Die hatten im Vorfeld alle auch schon ein paar Münzen gehabt. Deswegen haben die ja jetzt auch noch was dazu bekommen. Eben hatte der Magic Master noch verloren, der Magic Master Tobi, genau. Ich habe verloren und Batgirl hat gewonnen. Das gibt natürlich auch noch mal, ich zeige euch mal meinen schönen Blog, wo ich das immer alles so notiere. Könnt ihr euch mal angucken hier, da ist das alles notiert, komplett farbig, hier sind die ganzen Namen, das könnt ihr jetzt so gar nicht sehen, hier sind die ganzen Namen aufgelistet, hier die ganzen Sachen, die ich immer dann durchstreiche, wenn es mehr wird oder weniger. Jetzt wollte ich noch das letzte Duell um Platz 4 nochmal, das ist ja oben einmal, da bekomme ich 6, 7 EXP, also ein EXP dazu, weil ich verloren habe, und nochmal 100 Münzen, sind wir bei 1600 Münzen. Und Batgirl hat ja gewonnen in dem PvP, bekommt hier auch noch mal, wenn wir mal jetzt hier daneben schreiben, ist nämlich kein Platz mehr, 1400 Münzen, hatte 1200 und 3 XP, kommt damit auf 5 XP. So, dann haben wir es alles jetzt erstmal hundertprozentig. Dann wird jetzt beim nächsten Mal quasi, gucken wir noch mal eben,
Lass mich mal kurz lügen. Warte. Platz 1, Platz 2. Das war doch richtig, was ich gemacht habe. Was erzähle ich euch denn da überhaupt für einen Schmarrn? Also, jetzt nochmal. Batgirl bekommt eigentlich viel, viel mehr. Batgirl hat, Moment, hier haben wir um den vierten Kampf gekämpft. Das war richtig. Falke hat den vierten Kampf. Und hier wird um den dritten Kampf, um den dritten Platz gekämpft. Und hier um den zweiten. Genau so ist es doch. Ich habe alles richtig gemacht. Oh mein Gott, ich verwirre mich hier langsam selber. Das heißt, Batgirl steht noch ein Fähigkeitspunkt zu und 1500 Münzen mehr. Fällt mir gerade auf. Das heißt, ich werde das jetzt nochmal ändern. Oh Mann. Mein Glück, dass ich das jetzt gerade bemerkt habe. Das war für Platz 3. Also der gute Falke ist hundertprozentig Platz 4. Batgirl ist Platz 3. Batgirl nochmal 1500 Münzen dazu. Sind wir bei 2900. 2900 Münzen. So, jetzt haben wir es aber. Und sie bekommt noch einen Fähigkeitspunkt. So, den kriegen wir auch noch hin. Dann haben wir den Platz 3. Würde ich sagen, ja, ne, machen wir auch noch mal auf jeden Fall, dass sie ein bisschen mehr aushält bei irgendwelchen nächsten Kämpfen. Wäre natürlich schon sinnvoll. Aber wenn man dann so sieht, wenn dann welche kommen mit hier mit mehr Angriff und dann noch Kriegsschaden dazu, dann ist natürlich auch One-Hit. Das ist natürlich dann schon blöd. Da helfen dann auch nicht so viel Konditionen. Na gut, wenn man dann später in ganz hohen Stufen ganz viel Konditionen hat, dann ist es auch natürlich was anderes. So, jetzt können wir es beiseite legen. Jetzt ist alles richtig. Jetzt geht es wirklich nur noch beim nächsten Mal darum, um Platz 1 und um Platz 2. Platz 2 bekommt natürlich dann hier 5000 Münzen und 3 Fähigkeitspunkte und Platz 1 würde bekommen, wenn es Yuna wird, zum Beispiel 10.000 Münzen und 5 Fähigkeitspunkte und da kann man dann schon für denjenigen Charakter einiges verteilen und da sieht man dann auch schon, dass sich dieser Charakter dann wahrscheinlich auch ein bisschen abheben würde, wenn man das dann hier so sieht, wie die so geskillt sind. Ja, dann hätten der eine oder der andere schon dann ein paar Vorteile gegen andere spielerische Charaktere. Also wir werden mal sehen, was da auf jeden Fall passiert. Na gut, ich würde sagen, das wäre es erstmal soweit für das Video. Wir lassen das hier so liegen für nächstes Mal und dann werden wir dann den letzten Kampf austragen bei den Best of the 8 Orden. Ah ja, genau. Der Gewinner bekommt ja natürlich auch, wie gesagt, diesen Orden mit dazu. Und ich bin gespannt, wer das sein wird. Wir haben alles richtig gemacht bisher. Also würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nehmt das nicht so ernst, was ich bei den letzten Videos gesagt habe wegen dem Platz 4. Das hat sich jetzt aufgehoben, weil ich selber nicht ganz nachgedacht habe. Ich habe alles richtig gemacht, weil ich dachte, ich hätte es falsch gemacht. Aber gut. Alles ist richtig und ich würde sagen, damit beenden wir das Video. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.